Hallo lieber Widder und willkommen zu deiner Tarot-Wochenlegung für die Woche vom 19. bis 25. Februar. Ich bin Daniela und das hier ist eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Sie passt nicht für jeden und du darfst dich einfach von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest in das beiseite. Und ich habe hier Teresa von Avila für dich gezogen, die Lady des inneren Lebens, und sie sagt: Ich vertraue den Antworten, die ich in mir finde, und ich weiß, dass die Präsenz der Liebe, die ich spüre, real ist. Und Teresa von Avila kennen wir durch ein ganz bekanntes Zitat. Und zwar hat sie gesagt: Tue deinem Körper Gutes, damit deine Seele Lust hat, darin zu wohnen. Es geht hier aber eigentlich mehr darum, dass du den Antworten vertraust, die du in dir findest. Und das hier ist der Architekt. Eine wilde Rose. Und der Architekt, ein Architekt ist jemand, der hat ganz spezielle Fachkenntnisse, ähnlich wie der Magier. Und diese Rose inspiriert dich oder möchte dich gerne inspirieren, dir neue Fähigkeiten anzueignen, um eine bessere Zukunft zu kreieren. Und in Verbindung mit der Karte hier von Teresa von Avila würde ich sagen, es geht darum, dass du ja lernst, die Antworten, die du in dir findest, besser wahrzunehmen. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Der Kaiser. Der Kaiser steht immer für ordnende Strukturen. Und der Kaiser, der hat schon sehr viel Intuition. Aber er schaut hier eigentlich nach rechts zu seiner Kaiserin, weil die Kaiserin der intuitive Teil von den beiden ist. Und er denkt manchmal ein bisschen zu logisch. Wir haben die Kaiserin ja auch hier in der dritten Position. Und ja, wenn wir sie so anschauen würden in der richtigen Reihenfolge, dann würden sie sich anschauen oder schauen sich an, weil sie miteinander kommunizieren. Und das zeigt auch nochmal, dass es für dich notwendig ist, diesen Teil hier in dir zu entwickeln oder zu vertiefen. Und wir haben hier zweimal das Ass der Stäbe. Und hier ganz interessant vor dem dritten Auge. Ja, also ich habe hier das Gefühl, dass du wirklich sehr viel in dir finden kannst, sehr viele Antworten in dir finden kannst, sehr viel Licht in dir finden kannst. Und wir schauen einfach mal nochmal hier weiter. Das Ass der Stäbe. Die Acht der Stäbe unter dem Ass der Stäbe, zwischen den Assen, und die Neun der Stäbe. Ja, ich sehe hier, dass dieses innere Licht dir wirklich den Weg weist. Und die Acht der Stäbe hier in diesem Deck ist für mich immer eine Karte der Reinigung. Ja, eine Reinigung von störenden Gedanken und von störenden Einflüssen, die dich quasi abhalten, in dich hineinzuschauen und die Antworten in dir zu finden, die du suchst. Ja, aber du bist auf einem guten Weg dahin, deine Intuition zu verbessern, auch auf dein Herz zu hören und die Teile von dir zu nähren, die dir helfen, mit dem inneren Teil von dir zu kommunizieren. Und die Karten sagen, dass das eine außergewöhnliche Stärke von dir ist und dass das einfach auch dich stark machen wird in deinem Leben und in den Dingen, die du um dich herum hast. Triff eine Entscheidung. Du fühlst dich unentschlossen. Höre auf deine Intuition und triff eine Entscheidung. Ja, und das ist eben genau diese Energie, die ich hier wahrnehme. Triff eine Entscheidung und die Antwort auf deine Fragen, die findest du in dir. Lieber Widder, soweit deine Botschaft für diese Woche. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.